Recht herzlich willkommen zur 12. Folge von Grand Ages Medieval. Wir sind wieder im Spiel, wir lassen es auch laufen. Unser Ziel war es, hier diesen Bautrupp zu sehen, dass der fertig wird. Dafür brauchten wir aber noch Rohstoffe, die wir hier in dieser Manufaktur hier, nämlich eine Schmiede, bauen wollen. Da brauchen wir drei Werkzeuge für, die da erstmal entstehen müssen. Allerdings war das Problem, dass die Schmiede noch nicht mal fertig ist. Und ich glaube, wir machen erstmal hier auf 3. So, das war das erste Problem. Wir brauchen halt noch, keine Ahnung, 1200 Einwohner. Und dann ist alles gut, ne? Naja, nicht ganz, aber ähnlich. Bauwaren fehlen hier. In Arla. Und da Überproduktion. Wofür fehlen die Bauwaren? Hierfür. Großes Kontor. Stadtkern, großes Kontor. Ja, eigentlich würde ich das beenden wollen, geht aber wohl nicht. Ist jetzt die Frage, ob wir hier schneller produzieren könnten wie da drüben, ne? Ob das schneller fertig gebaut werden würde. Aber ich glaube eher nicht. Und wir müssen aus diesen Menüs raus, weil diese Menüs ja immer schön die Pause machen, ne? Händler. Noch ein Händler. Der ist da ganz schön schnell und dann wird es doch eine Ecke langsamer, ne? Ja. Wie sieht es gerade hier aus? Das ist noch ausgewählt. Okay, da ist es ja schon wenigstens ein Stück vorangegangen, ne? Da ist noch ein Händler. Oder immer noch der gleiche, der jetzt hier oben schon ist, sagen wir es mal so. Und biege ich da ab? Nein, der fährt geradeaus. Der kommt gar nicht hier hin. Aber da ist der zweite und der müsste dann da vorbeifahren. Gut, um zu hoffen, dass der das passende mit hat, können wir auch einmal eingucken, oder? Ne, der hat das nicht mit. Aber vielleicht hat er andere Dinge mit, die uns dann doch weiterhelfen. Achso, ja, Werkzeug hat er nicht mit, ne? Aber wir brauchen fürs Häusle bauen was anderes. So, Kohle braucht man und Steine und Metall, dann wird daraus Werkzeug oder Metallwaren. Und wir brauchen zum Bauen noch Holz. Hat der Händler Holz mit? Das ist die Frage dann. Achso, ja, ist angewählt. Ja, hat er. Dann sollte das ja gleich fertig werden können, weil der hat 37 Holz dabei. Das würde bedeuten, das reicht. So, da ist er. Das muss er noch auspacken. Hat alles bis auf die Steine ausgepackt. Und siehe da, es ist schon weiter vorangegangen. Und es ist auch fertigstellbar, weil jetzt keine falschen Zahlen mehr hier sind. Gut. Dann kann es ja nicht mehr lange dauern, ne? So, nochmal reingeguckt. Ja, kleines Stückchen noch. Dann ist es gleich fertig. Gut, ich will mal gerade den Bautrupp aus, weil den Händler brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt ist der Bautrupp interessanter. Städte können wir ja immer noch sehen und das ist dann fertig. So, die Schmiede sollte produzieren. Da ist ein Pluszeichen dran. Der braucht jetzt Metalle und Kohle. Gut. Und das hier ist Produktivität oder ist das Anzahl Betriebe? Einer. Anzahl Betriebe im Bau? Keiner. Und um noch einen zu bauen, müssten wir da mehr aufwerten. Ja, okay. Gut. Ist die Frage, ne? Wie wird das? Freie Motor, freie Händler, also keine freien Händler. Zumindest abgewählt. Jetzt müsste man sehen, was es hier in der Stadt gibt. Ist das hier angezeigt oder wo ist das angezeigt? Hier wahrscheinlich, ne? Werkzeug wäre hier unten, fehlt aber. Getreide, Steine und Holz sind Fässlein dahinter.
verbrauchen tun die hier 10. Oder Belagerproduktion der Stadt 10 Wochen. Okay. Keine Ahnung, was das heißt. Werden wir sehen, ne? Müssen wir laufen lassen. Und dann gucken wir, wann die hier fertig werden, ne? Gehe von aus, dass es der Händler für hier oben ist. Und abbiegen? Nein, er fährt geradeaus. Also es ist der falsche Händler. Der richtige Händler kommt da. Der ist unterwegs. Okay, und jetzt den Blinker setzen und abbiegen. Wunderbar. Gut. Da sieht's aus, als ob da noch nichts passiert bei denen. Was bringt der denn Schönes? 3 Holz, Kohle und Metalle bringt er. Und wenn ich dann hier hingucke, dann müsste ich ja sehen, dass hier was produziert werden kann, oder? Händler vor Ort. Händler zurück mit 4 Werkzeugen. Wow. Und wäre ja schön, wenn er die hier abgibt, oder? Oder könnte auch den Rest abgeben. Aber die Händler sind wahrscheinlich in Sofia zu Hause oder so. Und dann bringt er das hier und dann kriegen die das vielleicht. Könnte sein, weiß ich aber nicht. Ah, und da gibt's das nicht. Interessant wäre es, wenn der Händler jetzt hier vorbeikommt und das ist weg. Dann würde bedeuten, okay, die haben es abgegeben. Aber ich glaube nicht dran. Nö. Jetzt müssen wir mal gucken, ob es klappt, wenn hier angelandet wird. Dann käme der Bautrupp da weg. Aber... Ah, hat geklappt. Derzeit wird eine Straße ausgebaut. Und sie bewegen sich. Alles klar. Jetzt haben sie Material, warten auf 16 Steine. Wenn sie 16 Steine haben, dann geht's weiter, oder? Okay, guck, die Steine sind auch da. Das müsste also gereicht haben. Dann bedeutet das ja, dass das läuft. Gut. Und kurz mal gucken, was der Händler mit hat. Immer das Gleiche, ne? Der Händler auch, der hat 4 Bier da immer mit und kriegt 18 Bier zurück, auch interessant. Bringt 4 Bier hin und nimmt 18 mit. Versteht keiner, aber ist okay. Gut. Jetzt haben wir schon 100 Einwohner auch mehr bekommen. Da fehlen uns jetzt nur noch 1100. Das wird seine Zeit noch brauchen. Der Bautrupp ist hier und ist jetzt fertig. Ja. Straße ausbauen. Ich will jetzt hier eigentlich ausbauen, oder? Oder? Nee, das ist die größere. Dann bauen wir da erst aus. Und dann eher nach hier unten noch, bevor ich nach da mache. Achso, dann müssen wir noch einen Haken setzen. Hände aus den Taschen. Oh, erschreckt mich nicht so. 4, 6 und 4 fehlt, die sind aber am Bauen. Läuft. Achso, die Hölzer brauchen sie wahrscheinlich für die Brücke hier, um die zu stabilisieren oder so. Spiel wird gespeichert. Kurz hier reingeguckt. Nicht jetzt das, was wir brauchen dabei. Da aber auch nicht. Gucken wir da nochmal, weil da produzieren wir ja Werkzeug. Und 4 Stück sind wieder dabei. Das würde bedeuten,
Ach, guck mal, das geht auch ohne die. Da fehlen nur noch zwei Steine. Dann ist die Strecke gleich fertig. Gut, das hat dann geklappt. Und dann würde ich sagen, obwohl die sind da oben, sollen sie da auch die Straße ausbauen, ne? Packen wir es an! Genau. Gut, und danach machen wir diese Straße noch heiler. Schauen wir mal, wie das wird. Der Bautrupp fängt von unten nach oben an, oder wie sehe ich das? Was ist hier? Rohstoffe fehlen, Überproduktion. Kohle fehlt, okay. Haben die denn Kohle? Nee. Was hat der Händler? Noch nix. Okay, kriegt auch keine Kohle. Die sind gleich fertig da, ne? Wer bringt denn Kohle? Der hier? Ah ja, der bringt Kohle. Gut, Reichtum ist hoch hier irgendwie. 4 grüne Punkte. Wird's wohl sein, ne? Und da fehlt die Kohle. Ich sollte aber gleich mit dem nächsten Händler dann kommen, oder? Ist das? Abreißen. Straße festlegen. Ja, ich würde jetzt sagen, geht mal dahin. Warum, wieso, weiß ich jetzt auch nicht so richtig, ne? Ach so, warte mal. Da sind wir fertig, das heißt, wir können diese Straße ja noch upgraden. Dann gehen die dahin. Das kostet aber, glaube ich, ein bisschen mehr, ne? Und hier haben wir ja auch noch eine Straße. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Das ist der Bautrupp, ne? Ja, okay. Wird wohl werden, ne? Achso, dann machen wir das. Aha, dann sind wir natürlich runtergegangen, hätten das Stück auch noch ausbauen können. Genauso wie diese Straße können wir alles auch ausbauen, ne? Naja. Das war jetzt der Bautrupp, oder? Sehe ich das falsch? Hm. Ah. Wir bauen alles aus. Das Häkchen fehlte. Ohne Häkchen wird nicht gebaut, ne? Gut, das geht aber voran jetzt, oder? Ja, dann müssen wir hier unten noch gucken, dass wir die Straße hier dann weitermachen. Kriegen wir alles hin. Da ist ein Händler mit Kohle. Und das ist der Bautrupp. Ohne Kohle. Ja, hier haben wir aber alles, um das fertigzustellen. Versorgerstadt. Gut. Kohle ist sogar noch da. Und wo ist der Bautrupp? Da? Ja. Na gut. Also kann man auch sehen, ob wie weit sie schon sind durch den schmalen und breiten Streifen. Läuft, ne? So, und dann ist der Bautrupp fertig. Machen wir hier weiter, oder? Hätte ich vergessen. Gut, 2900 Leute, da ändert sich gerade nichts. Bisschen schade, ne? Wie kriegen wir das rangetrieben, dass es besser wird? Wie sieht's mit Essen aus? Liegt's am Essen? F-
Früchte, ein Fass. Getreide mehrere, also da liegt es eigentlich nicht dran. Liegt dran, dass sie keinen Wein haben zu trinken, aber die können auch Wasser trinken dann. Wir haben Essen. Essen, Früchte, alles da. So, trinken ist Bier, ne? Haben wir hier auch. Und hier gibt's nichts zu essen, aber Bier. Und der Bautrupp ist beschäftigt. Derzeit wird eine Straße gebaut. Und das ist auch gut so. Und derzeit sind wir jetzt gleich fertig. Gut. Und auf ein neues und diesmal dieses Stück Straße. Also Haken setzen. Hände aus den Taschen! Gut, das Stück beschäftigt, alles prima. Ja, Leute werden es gerade nicht mehr, ne? Gefällt mir gerade nicht so. Diese Zahl da oben nicht besser wird. Wir bauen alles aus. So, die Rohstoffe zum Straßenbauen haben wir wohl immer reichlich. Geschwindigkeit ist auch schon 3. Was würde das jetzt forcieren, dass das wächst da? Irgendwo, egal wo. Mehr Handel. Dann hätten die mehr zu essen und so. Würde eigentlich gehen, ne? So, der Bautrupp ist schon wieder fertig. So, können sie das ausbauen? Wir bauen alles aus. Und dann noch dieses Stück und dann haben wir's. Gut, aber ich denke, für die Folge soll es wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.